nicht speichern. Den Kurzbogen wollte ich haben. Gut. Das ist doch ziemlich lang, hat eine gute Reichweite, das Schwert. Das gefällt mir. Also so schnell abhauen können die eigentlich nicht. Das finde ich richtig gut. So, hier war doch irgendwas, oder? Ich dachte, ich hätte noch was auf... Ah, da, ein Kurzschwert. Okay, nehmen wir mit. Alles mitnehmen, was nichts kostet, ne? Kann man alles verscherbeln. So, hier ist wieder so ein Rundgang. Und Heiltränke nehmen wir immer mit. Regenerationstränke, ja, zum Verkaufen vielleicht. Hey, seh zu, dass du da wegkommst. So. Hallo. Das ist wieder gefährlich hier. So. Okay, alles einsammeln. Hallo. Mit. Da liegt noch Geld. Das sollte man nie rumliegen lassen. Hier müsste eigentlich auch noch was hinter sein, ne? Ja, oh, da kommen sie alle da hinten. Ja. Da kommt ein bisschen näher, genau. So. Erledigt. Von hinten feige erschlagen. Was? Ich habe da etwas entdeckt. Ihr habt ein Zahnrad gefunden, das zu einem zwergischen Minenaufzug gehört. Na gut, dass wir einen Zwerg gewählt haben. Sonst hätten wir das nicht benutzen können, oder wie? Wahrscheinlich hätte man dann ein anderes Zahnrad gefunden. Naja gut, auf jeden Fall haben wir ein Zahnrad. So, die Kamera dreht sich die ganze Zeit weg. Das ist doof. Lass mal so die Kamera, bitte. Das weiß ich nachher nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Das ist immer schlimm. So. Hier unten nochmal lang gucken. Keiner? Das Geld? Und hier läuft keiner mehr rum? Auch hier in der Ecke nicht? Wozu ist denn da noch so eine kleine Ecke hier? Jetzt komme ich ja nicht raus. Das muss doch einen Sinn haben, oder? Nö. Hat's aber irgendwie nicht. Na gut. Dann haben wir die Ecke also auch erkundet. Dann gucken wir nochmal eben links lang. Ich denke mal, dass es nach oben weitergeht. Wenn das logisch aufgebaut ist hier, ich weiß ja nicht. So, dann eine Abspeicherung. Und ich bin mir eigentlich fast ziemlich sicher, dass mein Programm nicht mehr abstürzt. Wir nehmen jetzt 18 Minuten auf. Das sollte eigentlich reichen, um sicher zu gehen. Aber egal, wir gucken mal hier lang. Naja, wir schauen auf. Ach, scheiße, da wollte ich doch anzünden. Das war dämlich von mir, ja. Durchaus. So, komm her. So, dann komm her. Also diesmal habt ihr mich nicht so leicht da oben gekriegt. Diesmal kriegt ihr einen verpult hier. Hör auf, mich zu beballern. So. Du auch noch, komm her. Mit Waffe. Okay, gucken wir uns hier vorsichtig mal um. Die verlieren so viele Sachen und ich krieg die nicht eingesammelt. Ich hoffe wirklich, dass es hier nicht weitergeht, sondern dass es hier nur ein Rundgang ist. Sieht aber danach aus, eigentlich. Hör auf mit deinem Pfeil und Bogen, Kack. So. Sieht doch ganz gut aus hier. Da liegt noch Geld? Nee, das war nur die Lampe. Auch viele kleine Mäuse oder kleine Ratten, die hier so lang laufen, finde ich cool. Schön auf die Details geachtet, das mag ich immer.
Hallo! Er war auch ein Detail, was ich ausgerottet habe. Da hatte ich erwähnt, dass ich mein Schwert mag. Ich find's so schön. Oh, okay, hier ist nur ein Fass. Zünden wir das mal an. Da kommt auch kein Geheimgang, ne? Ich finde immer so ein bisschen unnötig. Naja. Gucken wir da nochmal eben rein. Hallihallo. Wow, ein Schlag. Das war wohl ein kritischer Treffer. Oh. So. Ja, komm her, kleiner Mann. Drei Schläge hast du ausgehalten. Nicht schlecht. Du auch. Was mit dir? Wie viel willst du aushalten? Geht's etwa weiter? Das ist ein Speicherpunkt. Oh Gott, da geht's mit Spinnen weiter. Upala, ich wollte noch gar nicht speichern. Nein. Da warten wir noch mal eben kurz. Dann will ich noch mal eben in die Mitte und gucken, wo es da weitergeht. Denn wie es aussieht, geht's hier weiter. Es würde ja kein Speicherpunkt kommen. Oh, das ist ein Dolch. Den nehmen wir noch mit. Oh, was? Wir schießen hier noch. Ich hab doch alles abgemetzelt. Egal. Gucken wir kurz nach oben. Ich hoffe mal, dass da jetzt eine Sackgasse ist. Wird wohl. Gucken wir hier mal lang. Ey. Bleib stehen. So. Hallo. Da liegt noch Geld. Du, hör mal auf hier. Ja, Tatsache, hier geht's nicht weiter anscheinend. Der hat mal ganz viel gemacht, ja. Ah, ja, jetzt kommen hier wieder ein paar mehr. Das ist nicht so gut. Alle schön nacheinander, bitte. Na, komm her. Fein. So, kommen wir gleich noch lang irgendwie gucken. So, Geld. Der war wieder mit einem Schlag tot, der eine. Das war wieder feine Sache. Hallo? Bleibst du hier? Okay. Einmal im Kreis. Dann nochmal ein paar. Ah, guck mal an, wer hier ist. Hinak von der Freeways. So. Von Superstau. Falls ihr euch jetzt fragt, wie kommt ihr auf so einen komischen Namen? Viele Bogenschütze. Oh, Truhe. Nun kommt jemand her. So, hast du Ruhe. Ja, hier ist Tatsache nichts. Aber du bist da. War's da. Oh, hier ist noch... Ah! Das sieht wichtig aus. Wieder ein Zahnrad. Gut, dass wir nochmal lang gegangen sind. Okay, dann können wir jetzt also doch bei den Spinnen dahin weitergehen. Oh ja, wie ich Spinnen mag. Bäh. Aber die lassen sich anscheinend auch recht schnell killen, denke ich mal, mit dem Schwert, was ich hier habe. Oh, doch, sollte eigentlich kein Problem darstellen. Nicht, dass sie jetzt hier schon alle reingelatscht sind. Schon aufpassen. Ratten. So, Spinni, wo bist du? Spinni, 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 Spinni. Da ist Spinni. Okay, drei. Drei Schläge. Naja, das ist zu verkraften. Und weiter geht's in wilder Fahrt. Wozu die langen Pausen? Ich hänge an irgendwas fest. Egal. Hier waren eben mehr Spinnen. Oh ja, jetzt räuchern wir das Nest aus. Oh ja, ich habe was gekillt. Sonst wäre ich jetzt nicht aufgestiegen. Halt, was?
Dood bist du. Wir sind aufgestiegen. 9 Punkte haben wir zu verteilen. Rüstungsbonus ist vielleicht gar nicht verkehrt. Das machen wir mal. Und Abhärtung. 3 permanente Trefferpunkte. Ja, und was haben wir noch für 2? Was ist das denn da? Kampfreflexe. Angriffsgeschwindigkeit. Ja, das machen wir mal. Na gut. Das war auch nicht verkehrt. Ich denke, das haben wir gut genutzt. So. Oha, ordentlich Geld. Ja, nu ist gut hier. Geld, Geld, Geld. Wow. Schöne Ausbeute hier. Na, geht tot. Lalalala. Wieso liegt hier das ganze Geld rum? Habt ihr Spinnen etwa alle Viecher hier umgebracht oder was? Hallo, mein Freund. Oh. Also das sind die eine der Gegner, wo mir es überhaupt nicht leid tut, dass wir die umbringen. Weil sie einfach nur scheiße sind. Also nicht schlecht ausgedacht, das meine ich damit nicht, aber einfach nur widerlich. Ja, super. Wenn wir weiterhin fleißig Geld sammeln, dann kriegen wir bestimmt bald wieder eine neue Waffe. Also zumindest im dritten Kapitel haben wir wieder eine, die noch besser ist als diese. Als dieses Schwert. Aber erstmal, denke ich, sind wir mit dem Schwert echt gut bedient. Das ist klasse. Gucken wir hier nochmal lang. Oder da geht's weiter. Ich würde fast sagen, da oben geht's weiter. Gucken wir erstmal hier die beiden Nebengänge lang. Da ist nämlich gar nichts, außer oh, Geld. Und anzünden können wir hier noch was. Ich habe da etwas entdeckt. Wieder ein Zahnrad gefunden. Und hier noch was? Geld und noch ein Fass. Okay. 3 Zahnräder haben wir jetzt. Mal gucken, wie viel wir brauchen, um den Fahrstuhl in Gang zu setzen. Erstmal müssen wir ihn finden. Das ist ja noch viel wichtiger. Und ausräuchern wieder, komm. Ich dachte, das hätte eine Kettenreaktion ausgelöst, aber irgendwie nicht. Ja, genau. Ja, ganz ruhig. Jeder kommt dran, alle kriegt ja was auf die Rübe. Hier ist schon wieder so ein Raum mit Unmengen Geld. Geil. Das ist ja voll der Bonusbereich hier. Finde ich richtig gut. Hallo! Also manche halten überhaupt nichts aus. Nicht, dass ich das schlimm finde. Aber es verwundert mich ein wenig. Da ist nichts. Aha, da geht's also tiefer runter. Sehr schön. Gucken wir nochmal hier. Da ist noch Geld. Ja, Ebene 2. Ja, super. Oh, Geld. Ja, was soll ich sagen? Betreten wir halt Ebene 2, ne? Oder ist hier noch was? Nö. Okay. Der Aufzug kann jetzt zur zweiten Ebene... Oder, ja, machen wir. Haben wir repariert. Schön. Haben wir doch alles gefunden, was wir brauchen? Das freut mich. Okay, da sind schon die nächsten Gegner. Hallo. Den habe ich doch gar nicht getötet, oder? Ja, komm, mach mal den auch noch kalt. Komm her. Bevor ich speichere. So. Ja, dann speichern wir mal eben. Zack, zack. Und wollen wir mal gucken, was uns die zweite Ebene so beschert. Hier ist noch ein Fass. Mehr nicht. Hier noch was? An der Ecke wahrscheinlich auch nur ein Fass zum Anzünden, oder? Oder hier geht's weiter. Ahahaha.